Was meine ich zu den Hornissen, fragt Birgi. Das ist ein langes Thema. Der Mensch, da fangen wir mal mit an, der bereitet ja ganz schön viel Unordnung auf dieser Welt. Und dazu gehört das Verschleppen von Fremdlebewesen in alle möglichen Regionen. Da können wir auch 100 Jahre zurückgucken oder 200 Jahre, 300 Jahre mit der Entdeckung Amerikas und Australiens, Neuseelands. Was wurden da für Tiere eingeführt, die da ganz massiven Schaden zufügen? Ratten, die den dortigen Kiwivogel ausrotten und so weiter. Damit beginnt das Thema und das Thema, das endet nicht bei der asiatischen Hornisse, ein weiterer Fremdkörper in einer fremden Umgebung. Das wird natürlich Probleme geben und das ist so der zeitliche Rahmen. Also ich denke mal, Probleme wird es auf jeden Fall geben. Natürlich haben Fremdorganismen einen Einfluss auf die hiesige Natur, wenn sie sich denn hier behaupten und vermehren können. Das ist klar. Der Mensch, der glaubt, durch irgendwelche Aktionen diese Tiere wieder auszurotten. Ich meine zu behaupten, dass es den Menschen noch nie gelungen, sei es die Varroa-Milbe oder die Hornisse oder sonstige Tiere, Waschbären, Nutrias, die hier alle versehentlich eingeschleppt wurden. Keine dieser Tötungsaktionen hat diese Parasiten jemals wieder ausgerottet. Das ist ein weiterer Aspekt. Ich denke mal, das stimmt. Das wird schon so stimmen. Dazu gehören auch alle möglichen Hornissenfanggeräte. Da bin ich eigentlich ein Gegner davon, weil es wird nicht nur die asiatische Hornisse gefangen, sondern auch die heimischen vor allem. Und auch Wespen und sonstige Hautflügler. Wir Imker sind natürlich ein bisschen Fachleute. Wir können möglicherweise die heimische Hornisse von der asiatischen unterscheiden. Da sehe ich nicht so das Problem. Eher sehe ich das Problem über die Medien, dass die gesamte Bevölkerung in Alarmbereitschaft versetzt wird. Und alles, was wie eine Hornisse aussieht, die wird jetzt gerade im April, Mai dann totgeschlagen. Und da wird sicherlich auch leider oftmals die heimische Hornisse zwischen sein. Das sehe ich so auch so als Problem an. Ne? So, das ist so im Groben meine Haltung zur Hornisse aus Asien. Wir werden mit der Hornisse leben müssen. Das ist so meine Behauptung. Und das wird sich wahrscheinlich auch so bewahrheiten, wenn ich die Natur richtig einschätze. Wir werden mit der Hornisse leben müssen, möglicherweise an den Bienenständen Fanggeräte aufstellen, die speziell für diese Hornisse ausgelegt sind, werden wir vielleicht nicht drum herum kommen. Aber leider wird diese Tierart hier in Europa nicht mehr ausgerottet werden können. Das ist so meine Ansicht. Alles klar, ihr Lieben, dann noch einen schönen Sonntagnachmittag. Ich will mal sehen, dass ich mein Video weiter produziere hier. Was braucht man zum Imker werden? Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Und Grüße gehen noch raus an Micho Dick in den Südschwarzwald, wenn ich es richtig gelesen habe. Alles klar, schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.